In den meisten Situationen, denen ihr in Siedler 4 begegnen werdet, ist der Schaden eurer Einheiten sehr einfach zu berechnen. Grundschaden eurer Einheit mal eure offensive oder defensive Kampfkraft, je nachdem welche gerade für euch gilt. Das Ergebnis wird dann noch etwas gerundet, was dazu führt, dass es für jede Einheit eigene Kampfkraftwerte gibt, bei denen der Angriffsschaden um 1 steigt. Wenn jemand sagt, dass er 2 KK-Ticks mehr hat, ist das damit gemeint. Aber es gibt einige Situationen, in denen es nicht ganz so einfach ist. Hauptmänner sind im Spiel einzigartig, weil sie die einzigen Siedler sind, die Rüstung haben. Kein anderer Siedler unterstützt diesen Wert überhaupt, was leider echt ein Problem ist. Hauptmänner haben 2 Rüstungen, die allen eigenen Schaden um 2 Punkte reduziert. Aber wann passiert das? Wird erst der Grundschaden des Angreifers verringert und dann die Kampfkraft einberechnet oder umgekehrt? Tatsächlich folgt das Spiel in solchen Situationen ganz normal der Regel Punkt vor Strich. Ein Level 3 Schwertkämpfer mit 150% Kampfkraft startet mit 20 Schaden, der auf 30 erhöht und dann von der Rüstung des Hauptmanns auf 28 reduziert wird. Wäre es umgekehrt, wäre der Schaden bei 27. Ein weiterer Fall sind die Zauber Blutrausch und Schutzschild. Blutrausch verdoppelt den Schaden des Angreifers, Schutzschild halbiert den eingehenden Schaden des Verteidigers. Wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, dass die Reihenfolge von Faktoren egal ist. Die beiden Zauber heben sich also effektiv auf und auch die Kampfkraft wird normal damit verrechnet. All diese Faktoren wirken auch wie erwartet auf den Flächenschaden von Rucksackhalterprotesten, da ihr Schaden sehr wahrscheinlich anhand des Primärangriffs berechnet wird. Dann gibt es aber noch den Fall von Türmen. Türme erhöhen den Angriff der stationierten Bogenschützen um 1, den des Steinwerfers um 2 und theoretisch können sie auch den der Türwache erhöhen, das ist aber in der aktuellen Vanilla-Version auf 0. Hier gilt immer nur einer der Boni, der Steinwerfer bekommt also nur seine 2 Bonusschaden und nicht noch zusätzlich den einen Punkt, weil er ein Bogenschütze ist. Auch hier gilt wieder Punkt vor Strich, wobei wir beachten müssen, dass für Türme immer die defensive Kampfkraft gilt, weil sie immer in ihrem eigenen Gebiet stehen. Ein Level 3 Bogenschütze mit vollen 125% Kampfkraft hätte also die Berechnung 8 mal 1,25 plus 1 gleich 11. Für die gleiche Einheit als Steinwerfer hätten wir 8 mal 1,25 plus 2 gleich 12. Diese Boosts, ebenso wie der Effekt von Rüstung, sind fest und werden daher nicht von Kampfkraft beeinflusst. Leider sind das alle Situationen, die nie wirklich relevant sind. An Türmen will man im Multiplayer normalerweise eh nicht verteidigen und die beiden genannten Zauber sind zu schwach, um nützlich zu sein. Aber für Leute wie mich, die regelmäßig Modding-Experimente durchführen, ist das durchaus wichtig zu wissen.